Sie mögen bisher den Eindruck gehabt haben, dass die Denker des Abendlandes ausschließlich Philosophen waren, wenn man mal von Goethe absieht, der nicht so ein richtiger Philosoph war. Nun ändern sich die Zeiten. Die Auffassung des großen Denkens ändert sich spätestens mit Albert Einstein. Um den geht es heute, Albert Einstein. Geboren im Schwabenland, jüdische Eltern, mehrere Jahrhunderte schon im Schwäbischen ansässig. Geboren 1879, gestorben 1955 in Princeton. Auch für ihn gilt, was Harry kürzlich schon gesagt hat, er hat die ganzen Katastrophen des 20. Jahrhunderts mitgemacht. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Vernichtung der europäischen Juden. Er hat selber darunter leiden müssen und er war auch familiär betroffen davon. Der zweite, Niels Bohr, Kopenhagen, auch ein Physiker. Harry wird erklären, warum das auch ein großer Denker war. Das habe ich ihn schon gefragt, aber Sie sollen es ja auch wissen. Bei Einstein ist alles klar. 1905, explosionsartig, kommt dieses Genie zum Durchbruch. Davor hat man nicht viel von ihm gesehen. Was ist da passiert, Harry? Das fragen sich viele Wissenschaftshistoriker, was eigentlich da passiert ist. Wenn man die Aktenlage sichtet, und dann stellt man fest, dass der Mann einfach fantastisch gut gearbeitet hat, sehr effizient gearbeitet hat und in einem Jahr die wesentlichen Arbeiten geschrieben hat zum Fotoeffekt, für den er auch den Nobelpreis bekommen hat, also den sogenannten photoelektrischen Effekt, dass nämlich eine Metalloberfläche, wenn sie mit dem richtigen Licht beschienen wird, dass aus dieser Metalloberfläche Elektronen entweichen. Dann hat er eine fantastische Arbeit geschrieben über Statistik, die nicht so einfach zu erklären ist, die aber ganz wichtig den molekularen Charakter eines Gases zur Grundlage hat. Also mit anderen Worten, Einstein hat bewiesen, dass Gase aus Molekülen bestehen und dass deren Wechselwirkung untereinander zum Beispiel zu einer Diffusion von Gas führen kann. Und dann natürlich die spezielle Relativitätstheorie, die Theorie, die im Original heißt, die Elektrodynamik bewegter Medien. Da hat er sich eigentlich mit einer ganz einfachen Frage rumgeschlagen. Warum ist die Lichtgeschwindigkeit eigentlich in allen Bezugssystemen, egal wie schnell die sich bewegen, konstant? Nämlich immer knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde im Vakuum. Denn landläufig wird mir doch denken, naja, also wenn ich mich in Richtung eines Lichtstrahles bewege, dann müsste doch die Bewegung, nämlich meine Bewegung, nehmen wir an, ich habe eine Taschenlampe in der Hand und ich bewege mich in Richtung des Lichtstrahls, dann müsste doch zusätzlich zur Lichtgeschwindigkeit noch meine Bewegungsgeschwindigkeit dazukommen. Mhm. Oder wenn ich mich eben entgegen des Lichtstrahls bewege, müsste es abgezogen werden. Mhm. Aber was immer man auch machte an Experimenten, man stellte fest, egal wie du es machst, die Lichtgeschwindigkeit ist in allen Bezugssystemen eine Konstante. Und das hat unsere Vorstellung von der Welt total verwandelt. Und diese Arbeiten sind die Grundlage seines Ruhms, aber so richtig knackig wird es dann, wenn er anfängt, über etwas nachzudenken, was so völlig absurd ist. Was ist eigentlich Gravitation? Was ist Schwerkraft? Und dann stellte er fest, ach, Gravitation ist eigentlich sowas wie eine Beschleunigung. Also ich kann gar nicht unterscheiden, wenn ich in einem Fahrstuhl irgendwo am Rande des Universums bin, ob der Fahrstuhl beschleunigt wird, dann spüre ich nämlich mein Gewicht. Oder ob ich in der Nähe einer schweren Masse bin, dann spüre ich auch mein Gewicht. Und er stellte also fest, beschleunigte Bezugssysteme, das entspricht einem Schwerefeld, einer Gravitationsquelle. Und das hat alles auf den Kopf gestellt, denn danach war klar, Lichtstrahlen werden gekrümmt durch Massen. Und dann hat er eine Vorhersage gemacht, dass also auch unsere Sonne die Lichtstrahlen krümmt. Mhm. Und dann gab es günstigerweise dann eine Sonnenfinsternis. Und da hat man genau diese Krümmung der Lichtstrahlen gemessen, denn dadurch werden die Bilder der Sterne am Himmel ein wenig verändert. Also in der Nähe der Sonnenscheibe fangen die Sterne sozusagen an, ihre Position sprunghaft zu verändern. Und auf diese Art und Weise wurde der Mann so ein Popstar der Wissenschaften. Spätestens dann hat auch der Thomson ja gesagt, das ist eine der größten denkerischen Leistungen der Menschheitsgeschichte. Ja. 1905, sagte ich gerade, ja. Das Wenige, was ich weiß. Mhm. Wenn man das so vergleicht, Russell hat 1905 einen Aufsatz geschrieben, ja, über die Theorie der Deskription, the theory of description. Der Beschreibung. Ja, mhm. On denoting, mhm, heißt der.
Das ist in der Philosophie einer der meistgelesenen Aufsätze überhaupt. Das lesen die Studenten mehr oder weniger alle, die Philosophie studieren. Mhm. Kleiner Aufsatz, der übrigens beinahe nicht veröffentlicht wurde, weil der Redakteur gemeint hat, das sei doch Quatsch, was da drin steht. Das hat Russell übrigens selber in der Autobiografie geschrieben. Kleiner Aufsatz, wo es um etwas relativ Kleines geht. Mhm. Man fragt sich heute, war da eigentlich eine Wirkung mit verbunden? Und im gleichen Jahr passiert etwas in der Physik durch Einstein, was wirklich eine enorme Wirkung hat. Mhm. Was, kann man sagen, das hat eigentlich zu einer Art, naja, Explosion geführt, bis hin des Wissens, des physikalischen Wissens, bis hin zur Möglichkeit der Explosion von Bomben. Naja, also aus Einsteins spezieller Relativitätstheorie folgt die Äquivalenz von Energie und Masse. E gleich m mal c Quadrat. Übrigens, ich glaube, die einzige Formel, die wir bis jetzt in der Serie überhaupt verwendet haben. Es gibt auch T-Shirts, wo das draufsteht. Jawohl. Mhm. Und diese Formel birgt eben auch das Geheimnis, wie Sterne funktionieren, nämlich die Verwandlung von Masse in Energie, birgt aber leider auch das Geheimnis, wie Atombomben funktionieren, nämlich auch da die Verwandlung von Masse in Energie. Und damit hat man etwas ganz Konkretes. Also ich meine, das wusste Einstein damals nicht. Als er das ausgerechnet hat, konnte er nicht ahnen, was daraus werden wird. Dazu musste es noch eine ganze Menge von Forschung geben, vor allen Dingen auch die Entdeckung der Quantenmechanik, also der Wissenschaft oder der Teil der Physik, von der wir nachher noch reden werden, wenn es um Bohr und seine Zeitgenossen geht. Aber was Einstein gemacht hat, philosophisch, war, er hat Forderungen gestellt. Eigentlich, würde ich sagen, hat metaphysische Grundlagen gehabt, diese Theorien zu entwickeln. Da war zum einen die Forderung, Naturgesetze zu finden, die unabhängig vom Bezugssystem sind. Mhm. Invariant heißt es in der Physik. Also die sollen ewig sein. Egal, wo du bist im Universum, mit welchem Raumschiff du dich auch immer bewegst, auf welchem Planeten auch immer, das soll das Naturgesetz sein, das immer und überall gültig ist. Mhm. Eine ganz interessante Forderung, die zunächst mal durch nichts gedeckt ist. Mhm. Ja, es könnte ja sein, dass die Naturgesetze sich im Universum auch verändern, aber nein, Einstein hat gefordert, dass ich eine kontinuierliche, ganz wichtig, kontinuierliche Natur habe. Ich möchte Theorien haben, die möglichst einfach sind, ontologisch sparsam, also jetzt nicht irgendwie 500 verschiedene Annahmen haben, und ich möchte Gesetzesstrukturen entdecken. Das heißt, ein richtiger theoretischer Physiker, der angelehnt an naturphilosophische Vorstellungen seine Theorien entwickelt hat, und daraus ist aber was geworden, das konnte Einstein nicht absehen, aber das ist natürlich auch die Antwort auf deine Frage. Russell hat sich mit was ganz Wichtigem beschäftigt, nämlich mit der Theorie der Beschreibung. Wie beschreibe ich etwas? Das ist eine logische Fragestellung, die dahinter steckt. Einstein hat sich mit was beschäftigt, was auf den ersten Blick ja völlig abstrus. Wieso ist die Lichtgeschwindigkeit unabhängig vom Bezugssystem? Ja. Wo man erstmal denkt, das ist doch wieder völlig Piepenhagen. Ich komme ja an diese 300.000 Kilometer pro Sekunde sowieso nicht dran. Ja. Wie sich aber dann rausstellt, ergeben sich daraus Konsequenzen für die Struktur von Raum und Zeit. Ja. Zeit ist nicht mehr die Zeit, die einfach so läuft. Ja. Der Raum ist nicht mehr so. Ja. Das heißt, das gesamte Weltbild schwankt, weil man auf einmal die alten philosophischen Fragen, was ist die Welt, die werden an der Stelle ziemlich, sie werden zittrig, weil die Physiker sie in einer Art und Weise beantworten, wie sie ein Philosoph ja nie hätte beantworten können. Kann man sagen, dass mit Einstein das Verständnis von Raum und Zeit, das ja bisher getrennt war, nicht? Kant sagte, der Raum ist der äußere Sinn, die Zeit der innere Sinn, das sind zwei verschiedene Sinne, könnte man sagen, außen, innen, kann man seit Einstein, oder muss man seit Einstein nicht sagen, Raum und Zeit lassen sich gar nicht trennen voneinander. Es gibt nur Raum, Zeit. Das kann man sagen, aber man muss vorsichtig damit umgehen. Man sollte jetzt nicht also diesen etwas blödsinnigen Satz, alles ist irgendwie relativ und es ist relativ scheißegal, also auf Deutsch gesagt. Nein, so ist es nicht, sondern natürlich muss man bedenken, dass innerhalb eines Raumes, wenn ich ihn betrachte, schon Zeit vergeht. Ich kann das eine nicht voneinander trennen, weil ich kann erkennen nur über Strahlung. Mhm. Strahlung vollzieht sich aber nicht schlagartig, sondern wird mit einer endlichen Geschwindigkeit transportiert, mit der Lichtgeschwindigkeit nämlich. Und dadurch ergibt sich mein Horizont. Ja. Ich kann immer nur gewisse Dinge innerhalb meines Horizontes erfahren, was an mich noch nicht herangetragen worden ist durch Strahlung. Davon kann ich gar nichts wissen. Mhm. Bestes Beispiel ist ein Blick in den Himmel. Da sieht man möglicherweise Sterne, deren Licht
vor 200.000 Jahren losgeschickt worden ist. Das ist jetzt gerade, jetzt heute Nacht wird das uns treffen, unserem Planeten Erde. Aber während es uns trifft, ist der Stern schon längst, der ist schon vor 100.000 Jahren explodiert. Okay. Nur davon können wir gar nichts wissen. Das heißt, in diesem Sinne, da muss man vorsichtig sein. Aber im Prinzip ist es tatsächlich eine Raumzeit. Jawohl. Ja. Was du vorher erzählt hast über diese Konstanten, die überall gleich sind, egal wo man ist im Universum. Mhm. Das ist ja interessant, könnte man sagen, das ist so eine Art von Realitätskriterium und Intelligenzkriterium gleichzeitig, wo immer Intelligenz, nichtmenschlicher oder was auch immer, existiert. Wer das einsieht oder die Intelligenz, die das versteht, versteht einen wesentlichen Baustein der Wirklichkeit und gleichzeitig liefert diese Intelligenz den Nachweis, wirklich intelligent zu sein. Mhm. Also es ist eine Art von Lackmustest der Intelligenz. Wir haben ja in der Philosophie oft gedacht, es gibt da einen Lackmustest der Vernunft, wenn man bestimmte Grundprinzipien, sagen wir mal Willensfreiheit oder so etwas einsieht. Aber das ist ja sehr umstritten. Es muss ja nicht eine nichtmenschliche Intelligenz geben, aber wenn es eine nichtmenschliche Intelligenz gibt, dann wäre das so, diese Naturkonstanten wäre doch so eine Art von Test. Das wäre ein Test, wäre ein möglicher Test, den wir in der Physik zur Verfügung haben, weil wir mit der Prämisse arbeiten, die Naturgesetze, die wir hier auf der Erde entdecken, gelten immer und überall im Universum. Ja. Das ist, ich bezeichne das immer gerne als maximalen Chauvinismus. Mhm. Chauvinismus ist ja Glaube an die Überlegenheit der eigenen Gruppe. Und da sind die Physiker sicherlich ganz stark, weil sie über die letzten 150 Jahre so viele triumphale Entdeckungen gemacht haben, sowohl theoretischer wie experimenteller Natur. Da gibt es ja nichts, was dieser Raupe Physik irgendwie im Wege steht. Das ist ja wie so eine Dampfwalze, die überrollt ja alle Wissenschaften. Mhm. Seid so wie die Physik, dann seid ihr auf dem richtigen Weg, weil diese Auseinandersetzung zwischen Theorie und Experiment eben so unglaublich erfolgreich verläuft. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel die Sache mit den Naturkonstanten. Aber wir können viel weitergehen und können sagen, eine Intelligenz auf einem Planeten wird irgendwann feststellen, dass es chemische Elemente gibt. Und sie werden genau die gleichen chemischen Elemente wie wir entdecken. Nämlich Wasserstoff, Helium, Lithium, Beryllium, Bor. Sie werden feststellen, dass es Gase gibt, dass es Alkalimetalle gibt, dass es richtige Metalle gibt, Halogene und so weiter und so weiter. Und sie werden auch feststellen, dass es dafür eine Reihenfolge gibt, in der es keine Lücken gibt. Mhm. Ja? Und wir erkennen diese Reihenfolge schon. Wir werden auch in 500 Millionen Jahren unseren Kindern, Kindeskindern und Kindeskindeskindern noch dieses Periodensystem der Elemente beibringen. Das ist sind die atomaren Konstituenten des Universums. Mhm. Und wenn man eine außerirdische Intelligenz träfe, ein interessanter Konjunktiv, dann würde man sich sicherlich, wenn man sich überhaupt irgendwie verständigen könnte, entweder über Naturkonstanten verständigen oder indem man ihnen zeigt, wir kennen das Periodensystem der Elemente genauso wie ihr. Ja, aber das wäre noch ein schöner Test. Ja. Du hast gerade über diese wunderbare chauvinistische Neigung der Physiker gesprochen. Ja. Diese große Dampfwalze, von der du auch sprachst, hat die nicht unten so kleine Rädchen und das sind die Mathematiker? Also die Sprache der Physik oder die Sprache, in der Physik transportiert wird, ist immer eine quantitative. Mhm. Und wir nennen auf diesem Planeten diese quantitative Sprache Mathematik. Mhm. Also wir kommen ohne diese nicht übersetzbare Sprache Mathematik nicht aus. Ja. Physik ist Rechnen und Messen. Mhm. Und, wie war es denn bei Einstein mit der Mathematik? Oh, Einstein hat eine ganze Weile damit zu kämpfen gehabt, weil er gemerkt hat, wenn er Invarianz der Naturgesetze fordert, dann kann er die Gesetze nicht mehr so formulieren, wie das noch bei Newton und seinen Nachfolgern der Fall gewesen ist, sondern er muss eine ganz andere Beschreibungsweise benutzen. Bei der speziellen Relativitätstheorie war das noch relativ einfach, weil die Geometrie, in der er da die Gesetze entwarf, die war euklidisch. Mhm. Euklidische Geometrie bedeutet, ein Dreieck hat eine Winkelsumme von 180 Grad. Das ist ein sogenannter flacher Raum. Mhm. Aber bei der allgemeinen Relativitätstheorie, da musste er auf einmal auf gekrümmte Räume zurückgreifen, weil es hätte ja sein können, dass in der Nähe vom, es ist ja nach der allgemeinen Relativitätstheorie so, dass in der Nähe von schweren Massen der Raum nicht mehr flach ist, sondern gekrümmt ist. Mhm. Und das Grandiose passierte dann, als Einstein anfing, sich mit dem ganzen Universum zu beschäftigen, also die Frage nach dem Ganzen zu stellen, und sie mathematisch formulierte, mit Hilfe eines unglaublich tollen russischen Mathematikers, nämlich Alexander Friedmann, der aus der allgemeinen Relativitätstheorie ableitete, dass sie sogar Aussagen über das gesamte Universum machen kann, über das Schicksal des ganzen Universums. Und dazu braucht man, für diese allgemeine Relativitätstheorie braucht man Mathematik. Da hatte Einstein
also enorm zu kämpfen. Und er hatte aber gute Freunde, die ihn da entsprechend unterstützten. Also es reicht, wenn man gute Freunde hat. Gute Freunde reichen immer. Es gibt da dieses Märchen, das sich irgendwie konstant hält, dass Einstein ein schlechter Schüler war. Nicht? Er war ja hier in München im Gymnasium, das damals Luitpold-Gymnasium hieß. Das ist übrigens nicht das gleiche, das heute noch den Namen trägt, sondern ist ein anderes. Heute heißt jenes Gymnasium Albert-Einstein-Gymnasium. In diesem Gymnasium war er ein ziemlich schwieriger Schüler, weil die kaiserliche oder königlich-kaiserliche Ordnung in der damaligen Zeit etwas streng war. Und er neigte zum Widerspruch und zur Renitenz. Das konnte man damals überhaupt nicht ausstehen. Verließ die Schule und hat dann später in der Schweiz das Abitur nachgeholt. Und offenbar hat jemand, der das Schweizer Zeugnis gesehen hat, gesehen, oh, da sind eine Menge Sechsen drin. Mhm. Das sind aber in der Schweiz Einsen. Das sind die besten Noten. Das heißt, es war wirklich ein sehr guter Schüler. Ja. Aber dieses Märchen hat sich gehalten. Also er ging dann in die Schweiz, hat da das Abitur nachgeholt und hat sich dann beworben an der ETH, hat dort studiert, später studiert in Zürich, also erstmal ist er durchgefahren, dann hat er seine Matura nachgeholt und dann hat er dann doch Zulassung bekommen und wurde Physiker und ist übrigens ähnlich wie Russell ein Homo Politicus gewesen. Ja. Darüber müssen wir auch kurz reden. Er hat ähnlich wie Russell pazifistische Grundideen gehabt, ist dann aber auch Anhänger des Zionismus geworden, hat sich also auch für Israel eingesetzt. Und war Schweizer Staatsbürger, war dann österreichischer Staatsbürger, weil er in Prag Professor war, 1911. Mhm. Und ist dann von Max Planck nach Berlin berufen worden und wurde dann, übrigens, weil er den Versailler Vertrag so ungerecht fand, deutscher Staatsbürger wieder geworden, bis 1933 er dann, da war er gerade in den USA, dann ausgebürgert worden ist. Also eine sehr wechselhafte Geschichte und am Ende war er dann in Princeton Professor. Jetzt müssen wir aber kurz noch zu Bohr kommen. Kurz ist schwierig. Warum ist er eigentlich ein großer Denker? Und was ist eigentlich mit Planck und Heisenberg? Oh ja, die gehören eigentlich alle auf diese Stufe. Wir haben uns auf diese unglaublichen, es ist ja eine Zeit, die ersten 25, 30 Jahre des 20. Jahrhunderts waren ja für die Physik das goldene Zeitalter. Und jetzt ist es das Eherne, oder? Ja, mal gucken. Vielleicht hat die Physik nur goldene Zeitalter, aber das ist ein weites Feld, um es mit Fontane zu sagen, ein zu weites Feld. Mhm. Niels Bohr gehört zu denjenigen, die sich unglaubliche Gedanken darüber gemacht haben, was bedeutet es eigentlich, was wir da machen in der Physik. Er ist bekannt geworden durch das sogenannte Bohrsche Atommodell, was wir alle in der Schule gelernt haben, dass also die Elektronen um den Atomkern herum kreisen, in so Energieschalen, Energieniveaus und immer springen, quantisiert, also in Paketen Energie aufnehmen können oder Energie abgeben. Es hat sich herausgestellt, es waren die ersten Schritte, die sogenannten phänomenologischen Schritte in die Quantenmechanik. Und Planck war der Erste, der überhaupt gesagt hat, Mensch, damit ich gewisse Phänomene verstehen kann, muss ich voraussetzen, dass Energie in Paketen abgegeben und aufgenommen wird. Mhm. Einstein hat dann 1905, also das ist Planck 1900, 1905 Einstein dann gesagt, das ist nicht nur Aufnahme und Abgabe von Strahlung, sondern die Strahlung selbst liegt in Paketen vor. Das ist der Fotoeffekt. Dann stellte man fest, naja, es gibt ja diese ganzen Linien in den Spektren der Sterne oder überhaupt in den Spektren der Atome vielmehr. Mhm. Also, dass Energie muss in diesen Energieniveaus irgendwie auf- und abgenommen werden, aufgenommen werden und abgegeben werden. Und das alles führte dann dazu, dass eine völlig neue Physik auftaucht. Also erstmal Quantisierung in Paketen. Die Welt ist gar nicht mehr kontinuierlich, habe ich eben noch bei Einstein erwähnt. Und der nächste Schritt war dann, dass man feststellte, Licht kann sich bei Einstein in dem Fotoeffekt so verhalten, als wenn es aus Teilchen bestünde. Obwohl man doch genau weiß, aus den Beugungsexperimenten, aus den Beugungsringen, dass Licht eigentlich eine Welle ist. Ja, was ist es denn jetzt? Ist Licht eine Welle oder ein Teilchen oder was? Dann stellte man fest, dass die Teilchen sich, wenn man sie durch ganz enge Spalten schickt, dann verhalten die sich so wie Wellen. Also es war ein dauerndes Hin und Her. Also Telle und Queilchen. Telle und Weilchen, es war also alles da. Materie, Licht verhält sich wie Materie, Materie verhält sich wie Licht. Es war ein großes Tohuwabohu in der Physik. Und erst solche Leute wie Bohr, aber vor allen Dingen Heisenberg,
Schrödinger, Pauli, Dirac formulierten eine Theorie, mit der heute immerhin ein Drittel des Weltbruttosozialproduktes erwirtschaftet wird, nämlich die Quantenmechanik. Stellvertretend für alle Physiker gratuliere ich dir zu diesem Preis. Oh, das freut mich, sehr. Dankeschön. Wie viel nochmal? Ein Drittel des Weltbruttosozialprodukts. Denn alle digitale Elektronik auf diesem Planeten, jeder Computer, jeder Laser ist Quantenmechanik. Wahnsinn. Das heißt, dass man uns jetzt sieht, ja. Wird ja sehr von der digitalen Elektronik bestimmt. Das geht alles nur, weil solche Leute wie Bohr und viele andere sich mit einer Theorie beschäftigt haben, die unserer normalen Anschauung total wieder, es ist schon total widerspricht, schon schwierig mit der Relativitätstheorie klarzukommen. Mhm. Bei der Quantenmechanik hört es dann völlig auf. Mhm. Und Bohr hat versucht, diese völlig unanschauliche Theorie, dass nämlich Dinge sich einmal so verhalten können, nämlich wie eine Welle, aber auch wie ein Teilchen im anderen experimentellen Zusammenhang, hat er einen Begriff erfunden, der sagte, das ist komplementär. Mhm. Das schließt sich zwar aus, mhm. ist aber im Grunde genommen wie bei einer Medaille mhm. oder wie bei einer Münze, das sind die zwei Seiten einer Münze. Mhm. Wenn ich eine Münze anschaue, kann ich immer nur eine Seite sehen. Mhm. Will ich die andere Seite sehen, muss ich sie umdrehen. Mhm. Im Experiment bedeutet das, ich muss ein System anders präparieren. Mhm. Und Bohr gilt eben als einer der Urheber der sogenannten Kopenhagener Deutung. Was passiert eigentlich, wenn ich ein quantenmechanisches System versuche zu messen? Mhm. Und deswegen steht er hier stellvertretend für all die grandiosen Leute, mhm. die eine der, ja, vielleicht die größte Theorie hervorgebracht haben, die es auf diesem Planeten je gegeben hat. Ja. Und was hat der Einstein dazu gemeint? Ja, da bin ich gerade mal in Wallung, ja? Ja, ich muss dich ein da bisschen blase dämpfen. Ich einen großen Ballon auf und dann kommst du mit der kleinen Einstein-Nadel und machst paff. So. Ja. Ja, was hat Einstein gesagt? Du wirst es schon wieder voll kriegen, den Ballon. Ich muss ihn jetzt erstmal wieder zuflicken. Ja. Einstein war ja offenbar ein Vertreter, der sich zunächst mal am Anfang mit der Quantenmechanik sehr positiv auseinandergesetzt hat, weil er den Fotoeffekt erklären konnte. Mhm. Nur mit den ganzen Formalismen, dass die Welt letztlich gar nicht zu greifen sei, dass es da Unbestimmtheiten gibt, nämlich die Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation, dass man entweder man bestimmt ganz genau einen Ort, dann kennt man die Geschwindigkeit nicht genau, bestimmt man die Geschwindigkeit ganz genau, weiß man nicht, wo das Ding ist. Also mhm. es bleibt immer so eine Unschärfe in den, das war für Einstein völlig unhaltbar. Er sagt, nie im Leben, da muss noch was dahinter sein. Er hat immer vermutet, dass die wirkliche Welt, eher als klassischer Physiker, mhm. dass die wirkliche Welt von der Quantenmechanik verdeckt wird. Mhm. Da stimmt doch was nicht. Er hat die tollsten mhm. Gedankenexperimente gemacht, unter anderem eines, das sehr berühmt geworden ist und über dessen Einzelheiten ich jetzt gar nicht reden will, das ist das sogenannte Einstein-Rosen-Podolsky-Paradoxon. Es könne doch nicht sein, sagt mhm. Einstein, dass es Wirkungen gäbe, die sich mit Überlichtgeschwindigkeit ausbreiten. Das ist ja ein Verstoß gegen meine Relativitätstheorie. Ganz kurz gesagt, die haben sich Folgendes überlegt, wenn ich also zwei Teilchen, zwei Elektronen habe, das eine Elektron hat den Spin-Up, also einen Trall, so wird er auch bezeichnet, nach oben. Das andere hat den Trall nach unten. Und ich nehme diese beiden, präpariere ich und jetzt trenne ich diese beiden Elektronen. Das eine trage ich von München nach San Francisco und das andere trage ich von München nach Vladivostok. So. Und dann drehe ich den Spin des Elektrons in Vladivostok um. Zack. Dann weiß das Elektron in San Francisco, dass es sich auch umzudrehen hat. Und schlagartig wird es das auch tun. Mhm. Wie kann das sein? Mhm. Denn die beiden, die wissen nichts erst voneinander. Und in der Zeit, in der das passiert, hätte sich die Wirkung gar nicht ausbreiten können. Mhm. Das hat man versucht zu messen. Es ist genauso eingetreten, wie Einstein es nicht wollte. Das heißt, man darf dieses anfänglich präparierte System nicht mhm. einzeln betrachten, sondern man muss es immer als ein Ganzes betrachten. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem. Mhm. Aber wenn du es wirklich messen willst, wenn du wissen willst, ob das andere Elektron sich auch tatsächlich umgedreht hast, dann kommst du natürlich wieder in den Zusammenhang der Relativitätstheorie. Dann ist wieder, wenn du dann doch hinguckst, mhm. dann siehst du, du kommst gar nicht raus. Mhm. Und Einstein war das alles viel zu kompliziert und er sagte, so kann die Welt nicht sein. Ja. Er hat mit Bohr unglaubliche Diskussionen gehabt, immer und immer wieder, die sogenannte Bohr-Einstein-Debatte, mhm. die dann so weit ging, Einstein gesagt, Gott würfelt nicht, das gibt's doch nicht. Diese ganze Statistik da bei euch in der Quantenmechanik, das kann doch nicht stimmen. Hat sie abgelehnt. Das ist so ein Satz, der steht ja eigentlich in jedem Poesiealbum eines Gymnasiasten. Nicht? Ja. Gott würfelt nicht. Also, aber wenn du das so erzählst, so wunderbar verständlich erzählst mit diesem Spiegeleffekt, ja.
entstehen daraus nicht die fantastischsten Theorien, so mit Paralleluniversen, wo... Ja, natürlich. Ich meine, ist das jetzt noch im Bereich des rational Nachvollziehbaren, oder also, ist das Spekulation? Also, es gibt im Rahmen der Quantenmechanik gab es eine Interpretation, da ja jedem Teilchen eine sogenannte Wellenfunktion zugeordnet wird, damit man also erklären kann, warum es sich manchmal wie ein konkretes Teilchen verhält und manchmal wie eine Welle verhält, muss man ihm also solche Welleneigenschaften zuordnen. Nun aber, wie viele hat es denn, bevor es gemessen wird? Im Prinzip unendlich viele. Mhm. Und wenn dann die Messung geschehen ist, was passiert mit all den ganzen Wellenfunktionen, die es ja auch hätten sein können? Mhm. Ja, die zerfallen. Der Kollaps der Wellenfunktion. Und daraufhin wurde also dann die Idee entwickelt, die zerfallen nicht, die sterben also nicht, diese Möglichkeiten, sondern bei jedem Akt, da werden unendlich viele Paralleluniversen aufgemacht, Multiwelten. Ja. Mhm. Mit dieser Theorie versuchte man, dieses Problem zu lösen, dass ja alle Möglichkeiten da wären. Mhm. Whitehead übrigens, ich weiß nicht, ob du den kennst, Alfred North Whitehead, ja. Ein grandioser Philosoph, ja. Der schon mal zur Sprache gekommen ist. Das ist ein Freund von dir, ne? Ja, es ist also auf jeden Fall, ich verehre ihn sehr. Ja. Der hat das schon angesprochen und hat darauf hingewiesen, dass das völliger Unsinn ist. Er schrieb sogar vom Trugschluss, vom unzutreffenden Trugschluss von Abstraktionen, dass er nämlich sagt, das ist ja nur eine Vorstellung. Mhm. Warum machen wir uns darüber so viele Gedanken? Wir sehen doch, was passiert. Ja. Und die Wechselwirkung, die nagelt uns gewissermaßen die Wellenfunktion so fest, dass wir uns über diese Multiwelten gar keine Gedanken machen müssen. Ja. Es ist auf jeden Fall aus diesem ganzen Paradoxa der Quantenmechanik sind merkwürdige Realismusdebatten entstanden. Mhm. Nämlich, was ist denn eigentlich da? Was ist denn eigentlich der Fall? Ja. Was gibt es denn eigentlich? Realismus ist ein gutes Stichwort. Ja. Eine ganz realistische... Das ist zum Beispiel sehr realistisch. Ja, ...Geschichte bringen wollte über den Bohr. Dir war wahrscheinlich bekannt, dass es ein ganz hervorragender Torwart war, also ein Fußballer. Ja, ja. Und sein Bruder war... auch Fußballer. Mhm. Und zwar hat er, also sowohl Niels Bohr hat in der ersten Liga gespielt als Torwart und sein Bruder auch. Ich weiß nicht genau in welcher Position. Aber das ist doch eigentlich auch ganz realistisch, nicht? Natürlich. Also natürlich. Insofern, das steigert doch die diese Zuneigung zur Physiker sind immer Realisten. Ja? Immer, ja, ja. Auch die über so Paralleluniversen? Aber sicher, natürlich. Ja, wirklich? Ja, sicher, klar. Mhm. Ja, ja. Auch Bohr war, ich denke ganz fest, dass Bohr letztlich Realist war. Dass wir alle, die wir Physik betreiben, natürlich davon ausgehen, dass es eine Realität gibt, die wir messen. Wenn wir irgendwelche Messungen vornehmen. Unsere Theorien über diese Realität, die mögen zwar nicht realistisch sein, sie sollen immer nur beschreibend tätig sein. Aber es ist nun mal so, dass man sich im Grunde genommen, da gibt es ja die tollsten Aphorismen, nicht nur über Bohr, sondern über viele, die sich mit der Quantenmechanik intensiver beschäftigen. Da gibt es einen Aphorismus, den man nicht nachvollziehen kann, wer ihn eigentlich gesagt haben soll. Es wird Richard Feynman zugeschrieben, einem großen amerikanischen Physiker, der gesagt hat, shut up and calculate, also halt den Mund und rechne. Das ist Quantenmechanik. Mhm. Bohr soll gesagt haben, also wer über die Quantenmechanik nicht schockiert ist, der hat sie nicht richtig verstanden. Oder wer meint, die Quantenmechanik verstanden zu haben, der hat sie nicht richtig verstanden. Das sind alles solche paradoxen Aussagen, die uns im Grunde genommen nur mitteilen, wir sind hier an einem Punkt angekommen bei der Quantenmechanik, wo wir die Natur nicht mehr weiter beschreiben können. Das ist eine nicht mehr hinterfragbare Theorie. Ja. Übrigens, dein Freund Whitehead hat gesagt, dass man die Natur nicht vollständig beschreiben kann. Ja. Aber nochmal, wir hätten beinahe vergessen zu sagen, Bohr war auch Nobelpreisträger. Ja. Und sein Sohn Orle Niels Bohr hat 75 auch einen Nobelpreis für Physik bekommen. Auch für Physik. Ich glaube, es gibt nur ein Eltern-Sohn, also ein Vater-Sohn-Paar. Ja, bei dem es so ist. Ja. Was ja auch nicht ganz einfach ist, im Schatten eines solchen Mannes zu stehen, denn Bohr war in jeder Hinsicht ein wirklich überragender Physiker. Das ist schon sehr beeindruckend. Und Bohr hat aber eben, wie gesagt, nicht nur in seiner wissenschaftlichen Leistungskraft unglaubliche Dinge geliefert, sondern auch, wenn es darum ging, diese Theorie zu interpretieren. Und die Quantenmechanik, das kann ich Ihnen ja jetzt mal so sagen, die Quantenmechanik, das ist wirklich nicht einfach. Aber sie ist grandios.